So, nach einem kleinen Feuergefecht bin ich hier oben irgendwie gelandet. Und ich schätze mal, wir müssen hier total rein. Boom, und da wahrscheinlich total runter. Nun denn, abwärts. Hier sind noch haufenweise Kisten. Das finde ich ganz gut. Nicht, dass das elementar wichtig wäre, aber wenn wir schon mal da sind. Ah, okay, hier ist der zweite Eingang-Ausgang. Was auch immer. Gut. Dann. Höhle der Totenort entdeckt. Okay. Dann. Oh. So ein Außenposten. Wo kommt der denn her? Hä? Hab ich hier in der Ecke nicht gerade. Achso, den Außenposten hatte ich zuletzt gemacht. Ah, der ist auch auf der anderen Seite der Bergkuppe. Und das ist jetzt irgendwie, glaube ich, voll der Umstand, dahin zu atzen. Darum machen wir das mal nicht. Sondern. Wo war doch gleich die Arena? War das Shannat? Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, ne? Bin mir echt nicht sicher. Aber Level 2 in der Arena sollte ja eigentlich locker machbar sein. Irgendwas Wichtiges dabei? Nope. Okay, weg damit. Achso, Moment. Ich hätte ganz gerne das Ding wieder. Statt der Schrotflinte. Und ich hätte ganz gern, wenn wir jetzt in die Arena gehen, Körperpanzer und volle Hitpoints. Ah, richtig geraten. Glaubst du, du hast das Zeug dazu, in die Arena zu gehen? Hallo, LJ. Hi. In die Arena Fischfleisch? Ja, will ich. In der Arena gibt es keine Allianz zwischen den Teams. Nutze dies zu deinem Vorteil und lasse sie gegeneinander kämpfen. Im Endlosmodus musst du es hallo sammeln. Nee. Waffenherausforderung musst du mindestens 3 Sterne erreichen. Okay, und wie erreiche ich teils Level 2? Wir machen einfach mal hier Kämpfe, ne? Kämpfe, Community. Was? Ich glaube, ich möchte jetzt nicht in der Community kämpfen. Das finde ich. Es verwirrt mich gerade zu sehr. Wie einen Neuling hier, heißt ihn doch bitte herzlich willkommen! Bereitet euch auf den Anblick eines blutigen Schlachtfelds vor! Keine Spritzen einsetzen, das ist ein bisschen ungeil. Geht, ne?
Lasst uns die Spiele fortsetzen! Ich bin gespannt. Ich hätte ganz gerne noch die Waffe aufgehoben, die da lag. Darf ich? Nein, darf ich nicht. Habe ich eine Kamera? Nee. Aber heilen könnte ich mich mal. Wer Ideen für einen Kampf hat, kann sie bei Abgabe des Wettscheins vorschlagen. Ja, das kann ich auch. Ah, wer von mir Weißbrot nicht erwartet, wa? Na, ja, okay. Ah, jetzt bin ich Rang 2, ja? Das ist... War das schon alles? Schauen wir mal. Tatsächlich, sehr schön. Welche Spritze war das? Ach, das Ding. Ja, wir punkten das mal an. Ja, die Fokusspritze war... benutze ich halt eh nicht. Wobei, wie, ja, ich glaube, die Überlebensspritze ist da schon sinniger. Die Karma-Spritze ist halt, oder die Überdosis-Spritze ist halt so, pff, nee, geh mal weg. Niemand will das. Überdosis-Spritze ist schon eher so... kleine Selbstmordmission. Wow. Okay. Geh ich halt direkt mal baden, auch gut. Okay. Nachdem wir das jetzt alles erledigt haben... hier noch so viel zu sammeln und so viele... Ach komm, wir machen hier mal Kyrati-Films-Rennen. Und dann können wir irgendwie demnächst mal wieder Missionen machen. Also richtige Missionen. Okay. Ich bin erschöpft. Was zur Hölle geht da vor meinem Fenster ab? Wenn du von der Strecke stürzt, egal wie tief du fällst, ist das keine große Sache. Du hast ja den Wingsuit an. Wir müssten neu drehen, aber du wirst es überleben. Wahrscheinlich. Ich bin sehr gespannt, was das hier wird. Gut. Hühner überfahren ist nicht so gut, glaube ich. Thank you.
anderes Gefährt nehmen können. So, müssen die mich jetzt verfolgen? Das nervt schon ein bisschen. Zeit kann ich mal total knicken. Vielleicht schaffen wir wenigstens noch Bronze. Auch wenn ich da inzwischen skeptisch bin. Wobei, mal gucken, davon wie ich die Tore jetzt zusammen sind. 5, 4. Echt jetzt? Ich bin deprimiert. Alles nur, weil der Spaß hinter mir her war. Wenn du vor der Strecke stürzt, egal wie tief du fällst, ist das keine große Sache. Du hast ja den Wingsuit an. Wir müssen neu drehen, aber du wirst es überleben. Wahrscheinlich. Die Hühner, ne? Machen mich fertig. Davon könnte ich umsteigen, aber in die nächste Klapperkiste will ich eigentlich gar nicht. Da kann ich auch das gleiche Ding weiterfahren. Jetzt verfolgt mich gar keiner. Okay. Dann war das wohl eben einfach nur ein bisschen Pech, wa? Zeitlich eigentlich hinkriegen. Jetzt haben wir noch 10. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. Und das wird sogar Silber. Hurra! Ne, nochmal möchte ich das eigentlich nicht. Ich habe gehört, einige Familien sind so hungrig. Sehe ich das eigentlich auf der Map, ob ich das schon geschafft habe? Nee. Das ist ja blöd. Dann muss ich da ja wirklich später dann quasi... Also wenn ich das tatsächlich machen möchte... dann irgendwie wirklich alles durchprobieren. Ihre Verstorbenen essen müssen. So. Longinus oder Goldener Pfad? Ich finde erstmal Longinus. Oh, das ging schneller als erwartet. Brauche ich Munition? Okay. 5 Sniper-Muni, halb so wild. Für eine Longinus-Mission schadet Körperpanzer nie. Wirklich auf der anderen Seite? So, Hauptsache nicht in die Bäume geraten, dann wird alles super.
wer auch immer da kurz davor war, mich zu entdecken. Mir egal. Ich nehme euer Auto mit, ne? Ihr lauft ja so schön gerade. Bestimmt auch einen direkteren Weg nehmen. Perfekt am Zelt eingeparkt. Ich hoffe, er schläft nicht gerade da in der Ecke, wo ich geparkt habe. Alter. Ist das Tier schon tot? Was auch immer es ist. Ist das ein Wildschwein? Ja, okay. Weird. Ach ja, irgendwie, ich weiß nicht, ob wir wohl wieder Diamanten holen müssen. Wir werden es rausfinden in der nächsten Folge. Bis dahin, vielen Dank fürs Zugucken, angenehmen Tag noch und macht's gut, haut rein und tschüss.